Hören, wenn ich verständlich schalte das. Mikro ein bisschen mehr Richtung Mund. Mikro mehr Richtung Mund. Besser? Ja. Besser? Wunderbar. Wenn das zwischendurch nicht so gut funktioniert, ich versuche so in die Richtung zu sprechen, mein Ausschnitt ist etwas groß, dann winken Sie mir wild und hektisch, dann werde ich das ändern. Ich werde mich erstmal kurz vorstellen. Mein Name ist Rahel Strauß. Ich bin Farb- und Stilberaterin für Privatpersonen und Unternehmen. Das bedeutet, ich ziehe andere Menschen an und gebe Tipps dazu, wie man das praktisch tut. Kurze Erklärung, warum ich das machen darf, eine Kurzvita von mir. Ich habe etliche Sachen gelernt, das heißt, studiert habe ich in dem Bereich nicht. Ich habe sehr, sehr viele Ausbildungen gemacht. Zum einen die Bekleidungstechnikerin, das ist die industrielle Schneidermeisterin. Das heißt, wie entsteht ein Stoff, wie gewinne ich eine Faser, wie färbe ich? Dann kam die Schneidermeisterin für Damen und für Herren, einfach um vom Grund auf wirklich zu wissen, wie, wenn ich so ein Teil habe, wie ist es geschnitten? Wenn ich ein Teil hochnehme, weiß ich, ah okay, an der Person fällt es so und so. Dann kam die Visagistin, die Make-up-Artist, dann die Garderobiere für Film und Fernsehen und die Kostümbildnerin. Irgendwann habe ich dann überlegt, okay, ich möchte gerne mal in den Bereich Personal Shopping, dafür brauche ich auch die Farb- und Stilberaterin, weil Farben und Schnitte haben auch immer eine bestimmte Wirkung. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Ausbildungen absolviert und habe mich sehr, sehr früh selbstständig gemacht, weil ich 2 Jahre bei RTL gearbeitet habe, auch als Kostümbildnerin. Da kleidet man die Menschen nicht nur eins, sondern man kauft den ganzen Kram auch. Habe aber gemerkt, ich möchte den Menschen einfach mehr mit auf den Weg geben. Dazu ist so meine Frage an Sie. Ich würde das Ganze interaktiv gerne heute machen, weil wenn ich Ihnen jetzt nur erzähle, Sie dürfen keine weißen Socken zum schwarzen Anzug tragen für die Männer hier, das wissen die meisten. Ich würde Ihnen in dieser kurzen Zeit, die wir haben, gerne viele praktische Tipps mit auf den Weg geben. Dafür würde ich allerdings gerne mit Ihnen zusammenarbeiten und nicht nur den reinen Frontalvortrag halten. Also Sie dürfen gerne mitmachen, einfach reinrufen, wenn irgendwelche Fragen sind, machen Sie mit. Wer von Ihnen fühlt sich 100% wohl in seiner Kleidung jeden Tag? Hand nach oben. Woran liegt das? Fangen wir hier vorne mal an. Ich habe das Mikro irgendwo. Wir haben gerade ganz, ganz nah an den Mund, sonst hören die anderen das nicht. Weil ich das anziehe, was mir gefällt. Und nicht abhängig bin von irgendwelchen Moden oder Instyles. Jetzt gibt es ja gerade diesen Blumenprint ganz eben bei den Hosen und das steht mir nicht und deshalb ziehe ich es nicht an. Okay. Wir gehen das einfach mal weiter durch. Ich glaube, da vorne war noch eine Wortmeldung. Einfach mal so 2, 3 Eindrücke bekommen. Wieso, weshalb, warum? Weil das war jetzt nicht die Mehrheit. Ja, ich bin, glaube ich, bekennendes Modeopfer, kann ich sagen. Okay. Wobei, es ist meine eigene Mode und ich liebe einfach Farben. Bin außerdem Rosenmontagskind. Bei mir ist das ganze Jahr Karneval. Und ich bin halt, muss man dazu sagen, aber auch, ich bin Schauspielerin selbstständig. Und von daher muss ich jetzt nicht irgendwelche Business-Vorgaben entsprechen. Du sprichst gegen danach, was Ihnen gefällt. Ganz wie genau. Die andere Dame auch. Genau, aber es wird auch sehr bewusst immer entschieden. Und ich habe zum Beispiel überlegt, ob ich heute dezent komme, aber dann habe ich gedacht, nein. Ja, muss ja auch auffallen, ich bin ja auch ein Klatschgeld da. Wer war noch? Hatte noch eine Wortmeldung dazu? Bitte einmal durchgehen. Ja, also ich trage auch das, was mir gefällt, was vor allem auch bequem ist. Gerade auch wenn man den ganzen Tag im Büro ist, sollte es zwar schon businesskonform sein, aber eben, ja, man sollte sich nicht verkleidet fühlen und ich trage eigentlich auch den persönlichen Stil, den ich habe im Büro und privat. Okay, das heißt, Sie haben auch keine Vorgaben und dürfen das selbst wählen? Genau, also ich muss nicht jeden Tag im kompletten Kostüm erscheinen, aber schon so, dass es zum Geschäft passt. Casual Business, genau. Okay, wunderbar. Wir hatten jetzt immer wieder den Kommentar, also immer wieder jetzt dreimal den Kommentar, ich ziehe das an, was mir gefällt und worin ich mich wohlfühle.
Das ist ganz, ganz wichtig, dieser Wohlfühlfaktor. Allerdings gibt es hier zwei Aspekte. Es gibt einmal den Aspekt Mode. Das ist gerade bei der Farb- und Stilberatung erst der zweitwichtigste Punkt, weil es geht vor allem darum, dass wir uns tatsächlich wohlfühlen. Vorrangig ist allerdings immer noch die Wirkung. Sprich, wenn ich mich kleide, dass mir ganz klar bewusst ist, welche Wirkung habe ich auf meine Umgebung. Nicht nur auf meinen Mann, meine Freundin, meine Kinder, meine Mutter, sondern auch vor allem auf den Vorgesetzten und auf Mitarbeiter und Kollegen und Kolleginnen. Wie wirke ich bei welchem Gespräch? Wie wirke ich bei welchem Termin? Das heißt, dazu gehört natürlich auch Aussprache, Mimik, Gestik, Körperhaltung von bis, aber vor allem die Kleidung. Das haben wir ja vorher auch gehört. 75%, teilweise mehr, der eine mehr, der andere weniger, je nachdem, wo man mehr Wert drauf legt, geht über die Kleidung, geht über die Verpackung. Das heißt, wir verkaufen uns darüber, wie wir auftreten und erst im zweiten Schritt über Kompetenz. Und damit haben die meisten bei uns verloren, weil die meisten die Wirkung nicht kennen. Und das ist das Wichtigste, dass wir bewusst sagen, ich weiß genau, welche Aussage macht meine Kleidung. Und das ist das Wichtigste. Und erst dann kommt die Mode. Erst dann kann ich mich tatsächlich auch entscheiden, wie wirke ich denn und wie fühle ich mich wohl, bei welchem Termin. Und das ist überhaupt kein Hexenwerk. Das kann eigentlich jeder. Das weiß nur kaum einer, weil die wenigsten haben es gelernt. Ich würde das Ganze gerne an einem freiwilligen Modell zeigen, worauf man so achten kann. Jetzt gehen alle so in die Duckhaltung. Hat da jemand Lust zu? Da vorne haben wir doch hin. Kommen Sie mal zu uns. Einmal. Ja, wunderbar. Klasse. Ihr Name? Birte Wendler. Birte Wendler. Wunderbar. Ich zeige das jetzt einmal und dann gehen wir gerne verschiedene Geschichten durch. Das Wichtigste bei Kleidung sind zuallererst die Körperproportionen. Und dann können wir uns entscheiden, welche Schnitte wollen wir tragen. Und dann kommen wir zu den Farben, zu denen ich nachher natürlich auch noch was erkläre. Aber zuallererst müssen wir einmal unsere Körperproportionen kennen. Viele sagen, ich kenne mich, ich gucke ständig nackig in den Spiegel, bin kleiner als ich. Allerdings wissen wir häufig nicht genau, weil wir haben ein ganz bestimmtes Bild von uns. Entweder hat der Papa uns gesagt, ich habe breite Fußballerwaden, dann haben wir breite Fußballerwaden, auch wenn wir das nicht haben. Wir denken, wir haben eine breite Hüfte. Wann ist eine Hüfte breit, wann ist eine Hüfte schmal? Das sind alles so kleine Gegebenheiten, die wir anhand unseres eigenen Körpers tatsächlich wissen können. Und dazu ist einfach zu wissen, dass viele Sachen im Verhältnis stehen. Das heißt, die Schulterpartie steht immer im Verhältnis zur Hüftpartie. Wenn Sie uns beide mal vergleichen, wir drehen uns auch mal so ein bisschen so in die Richtung, wir müssen mal hier so rum, werden Sie merken, dass meine Schultern viel, viel breiter sind wie die Ihre. Sie ist sehr, sehr ausgeglichen. Hüfte und Schulter ist bei ihr komplett gleich. Das ist optimal, das ist super. Die wenigsten Frauen haben das. Die meisten Frauen haben entweder eine breite Hüfte oder eine breite Schulter. Dann ist die Frage, wo sitzt bei uns die Taille? Warum ist es wichtig, hat einer eine Ahnung, warum es wichtig ist, wo die Taille sitzt? Damit man weiß, wo der Gürtel sitzt. Damit man weiß, wo der Gürtel sitzt? Noch einer? Ist der Ängst? Vielleicht um die Länge der Kleidung zu bestimmen, Jackett oder... Die Länge der Kleidung spielt definitiv eine Rolle. Ist doch der schmalste Punkt am Oberkörper, wo die sozusagen... Die Taille ist der schmalste Punkt. Ach so. Die Hüfte ist der breiteste. Mhm. Genau. Mhm. Die Taille ist ganz, ganz wichtig, einmal um zu wissen, auch hier können Sie uns wieder vergleichen, meine Taille sitzt relativ weit unter meiner Brust, sehr, sehr weit nach unten gerutscht, weil bei mir einfach alles in die Länge gezogen ist. Ich bin einfach sehr groß. Bei ihr sitzt die Taille schon wesentlich näher an der Brust. Das heißt, für sie sind auch Empierschnitte, die unter der Brust eng sind und dann gerade nach unten fallen, durchaus optimal. Wenn ich so ein Ding trage, versucht das immer nach unten zu rutschen und ich verstecke meine schmalste Stelle. Das heißt, es geht tatsächlich darum, erstmal zu gucken, welche Schnitte brauche ich. Sprich, wir messen Verhältnis von der Hüfte zur Schulter, gucken, wo sitzt unsere Taille. Plus, wir bereiten immer die Optik so vor, dass wir niemals den Blickpunkt auf die breiteste Stelle legen. Und das ist egal bei wem, egal wie schmal, egal wie breit wir sind, ist es immer so, dass die Po-Spitze ein breiter Punkt ist. Prinzipiell.
Das hat sie natürlich jetzt clever gelöst, weil sie ein Kleid anhat. Wunderbar. Die meisten von uns, gerade im Business, tragen häufig Hosen. Allein schon, um aus diesem Frauenschema so ein Stück weit rauszukommen und nicht zu sehr als Frau gesehen zu werden. Das ist natürlich irgendwann auch eine Imagefrage und eine Typfrage. Der eine fühlt sich im Kleid wohl, der andere nicht. Trotzdem sollten Sie sich überlegen, weil viele wollen so in die Richtung, so ich kaschiere, indem ich verstecke. Ist das richtig? Nein? Warum nicht? Wer sagt nein? Das sieht in jedem Fall natürlich blöd aus. Klar, das ist Absicht. Wo gucken Sie in dem Fall im Moment hin? Da, wo man es nicht möchte. Es ist ganz plump. Das heißt, wenn wir die breiteste Stelle kaschieren wollen, müssen wir zeigen. Das heißt, entweder über der breitesten Stelle oder darunter. Wenn wir es darunter tun, das ist jetzt toll, dass sie ein Kleid anhat, sehen wir, wir haben jetzt eine doppelte Trennung. Am besten nochmal hier mit da vorne hinstellen, dass die Reihe auch was sieht. Wir haben eine doppelte Trennung. Das heißt, wir haben einmal die Markierung, dass das Kleid an einer Stelle vorbei ist, dann haben wir einen andersfarbigen Strumpf und einen andersfarbigen Schuh. Das heißt, damit teilen wir das Bein zweimal. Völlig in Ordnung. Welche Wirkung hat das? Es verkürzt. Es macht uns die Beine kurz. Genau. Es ist natürlich die Frage, ob wir das wollen. Und das hat letztendlich wieder was mit der Körpergröße zu tun. Wenn ich hier jetzt jemanden habe, der 1,60 ist, dann würde ich das natürlich nicht empfehlen. Es ist aber wichtig zu wissen für diese Frau, einfach verkürze ich mich oder mache ich mich groß. Gerade in Führungspositionen. Stellen Sie sich vor, die Frau will in eine Führungsposition, ist 1,60, zieht ein süßes, niedliches Kleid an. Also so sehr, sehr lieblich, sehr fraulich. Die wird weniger stark ernst genommen, gerade von der Männerwelt. Und die hat es immer schwieriger. Die muss immer kämpfen. Wenn ich umgekehrt einen Mann habe, der 2,10 Meter groß ist, so einen Schrank und einen schwarzen Anzug trägt, am besten irgendwie noch sehr aufrecht geht und der Vorgesetzte ist 1,70. Sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Also überlegen Sie sich, wen haben Sie vor sich? Und Sie können mittlerweile alles googeln. In welchem Bereich sind Sie? Controlling. Haben Sie eine genaue Absprache? Da habe ich gerade schon mal gefragt. Sie haben keine Absprache, was Sie dürfen oder was nicht. Genau. Wie handhaben wir so etwas? War das jemals Thema bei Ihnen? Nein, also ich arbeite ja auch nicht im Banken- und Versicherungsbereich, sondern in der Automobilbranche. Also es ist sowieso eher etwas hemdsärmeliger vom Stil her, sehr leger, wo der Geschäftsführer oder die Unternehmensleitung ist im Anzug normalerweise. Und ja, so Business Casual ist dann wieder geschrieben. Okay. Hat jemand eine Vermutung, wie wir so etwas regeln, wenn es keine offiziellen Vorgaben gibt? Ich höre nur Gemurmel. Der Herr unter uns? Ja, als ich einen neuen Job angetreten habe, habe ich gefragt, gibt es hier einen Dresscode? Und da sagte mir die Chefin, zieh an, was du willst, und wenn du weiterkommen willst, zieh an so an. Ja. Es ist tatsächlich so, wir sollten ganz plump nachfragen. Ja? Also bei mir ist das so, ich bin im Personalrat. Und irgendwann, als ich mit 16 Mal ins Berufsleben ging, da hat mir mein damaliger Chef gesagt, durch die Kleidung machen Sie auch sichtbar, ob Ihnen eine Sache wichtig ist oder nicht. Ja. So, und unser Dresscode ist eher gehobene Freizeitkleidung so im Bereich. Also alle meine Kolleginnen und Kollegen haben eher Freizeitkleidung. Ich würde aber auf einer Personalversammlung schon deutlich etwas anders auftreten, zumindest in der Jacke. Auch so, weil ich dann denke, ich zeige meinen Kolleginnen und Kollegen, dieser Tag ist wichtig. Mir ist wichtig, dass ich hier zu euch spreche. Ja. Und deswegen sehe ich anders aus, als wenn ich einfach so zur Arbeit gehe und ein paar Vorgänge abarbeite an dem Tag. Ja, es ist vollkommen richtig. Unsere Kleidung hat auch immer etwas mit Respekt unserem Gegenüber zu tun. Das heißt, wie laufe ich bei meiner Oma auf dem 80. Geburtstag auf? Natürlich nicht in der Schlabberhose und im letzten 3 Tage lang nicht gewaschenen T-Shirt mit Flecken drauf, sondern ich mache mich schick, weil ich meine Oma respektiere und weil ich es ihr zuliebe mache. Und dementsprechend sollten wir diesen Hintergedanken auch im Kopf haben bei Veranstaltungen. Wen habe ich vor mir? Wie möchte ich selbst behandelt werden? Respektiere ich mein Gegenüber? Ja. Und was will ich erreichen? Ganz klar, was will ich erreichen? Und ganz wichtig ist immer die Art von Respekt dahinter. Egal, wer mir gegenüber sitzt. Ich habe zum einen die Firma zu repräsentieren,
oder mich selbst zu repräsentieren, und das ist noch viel, viel wichtiger fast. Auf der anderen Seite, die Firma dürfen wir nicht vergessen und nicht vernachlässigen, weil auch da repräsentieren wir uns ein Stück weit immer selbst. Wir wollen ja weiterkommen. Wo ist es, wir haben gerade gesagt, wenn wir nachfragen, wir haben keine Ansage. In dem Fall gab es jetzt eine Ansage, wenn Sie nach oben wollen, dann bitte den Anzug. Wenn wir jetzt keine Ansage haben und der Chef sagt, leger Business, irgendwas dazwischen, machen Sie mal, ich komme selbst nicht im Anzug, keine Lust. Dann ist immer die Grundregel, wir kleiden uns nie schicker wie der Vorgesetzte. Es ist genau wie im Knigge. Bitte? Das ist aber schnell passiert. Das ist sehr schnell passiert. Ja, bei einigen Vorsätzen im Medienbereich. Das wird die Dame hier vorne auch wissen. Medien haben so die eigenen Regeln so ein Stück weit. Da darf man mehr. Ich weiß es, ich habe da auch lange gearbeitet. Trotzdem sollte man sich auch da überlegen, mit wem habe ich es zu tun. Und gerade für uns Frauen ist es schwieriger, sich weniger schick zu kleiden wie teilweise ein Mann, weil Frauen haben immer mehr Modemöglichkeiten. Trotzdem ist es da genau die gleiche Regel wie im Knigge. Wenn mein Vorgesetzte nicht weiß, welche Gabel ich zuerst nehme, dann werde ich ihn nicht belehren, sondern nehme die gleiche, und auch wenn sie falsch ist. Das ist tatsächlich auch ein Zeichen von Respekt, weil es bedeutet, ich belehre dich nicht. Ich stelle mich zurück, ich weiß es besser, aber ich bin kein Korinthenkacker und muss es nicht sagen. Das ist ein Herumreiten auf Prinzipien, und auch das gilt ganz oft bei Kleidung. Was würden Sie im Moment, wenn ich Sie jetzt einmal so vorstellen darf, bei ihr sagen, wo der Blickpunkt ist? Ja, einmal so, ja, hier vorne? Ja, also im Dekolleté-Bereich. Ich wollte nur gucken. Ich. Achso. Sie hat ja jetzt Farbe gesprochen, am besten auch noch einmal da. Bauch. Ich würde den Bauch sagen, das ist das Erste. Dann haben die Schuhe. Warum auf dem Bauch? Weil der Bauch betont ist, weil es sehr weiblich ist. Aha. Wir haben zwei Blickpunkte, das ist richtig. Wir haben einmal den Blickpunkt Bauch und wir haben einmal den Blickpunkt Schuhe. Ist das der Blickpunkt, wo er hingehen sollte von Ihnen? War das bewusst gewählt? Ja, Schuhe, natürlich. Denke ich mir, klar. Ja, Bauch. Ja, ich. Ist ja auch zum Teil in Höhe so ein bisschen. Vielleicht ein bisschen zu tief, ne? Aber. Das kommt ein bisschen höher. Das hat eine ganz andere Wirkung, und es sind 2 Zentimeter. Ja. Und es sieht völlig in anders aus. Jetzt sehen wir die Taille. Toll. Ja. Und es geht ja genau bei solchen Geschichten. Viele verurteilen dieses Farb- und Stil-Ding. Es kam aus den 80ern, so aus Amerika rüber, von die Hausfrau hat das gelernt, die hatte Langeweile und irgendwie, komm, ich mach das mal so eben nebenbei. Es geht nicht darum, dass wir alle perfekt und geleckt aussehen. Es geht darum, dass wir mit 2-3 Zentimetern uns optimal darstellen. Und zwar so, dass wir uns wohlfühlen. Es geht nicht darum, dass wir etwas tragen, was wir gar nicht sind, sondern es geht immer darum, wie stelle ich mich dar, dass ich mich wohlfühle und dass es optimal ist. Und wir sehen hiermit, es sind 2 Zentimeter. Es ist so wenig und es macht einen himmelweiten Unterschied. Was sagen wir zu den Schuhen? Ich höre hier vorne einmal super. Sonstige Kommentare? Es sind rote Schuhe. Ich habe gelbe an. Rotes, da würde ich sagen, lebendige Gefühlslage. Also geht ja auch, ne? Ja. Okay, danke. Hier vorne die Dame, darf ich mal ansprechen, weil die hat das Thema auch schon einmal
gehabt. Am besten kommt Frau Pellens einmal zu Ihnen rum und gibt Ihnen das Mikro. Wir hatten das, ich war bei der Dame im Kurs und wir haben das Thema auch schon mal besprochen. Was haben wir zu roten Schuhen bei Frauen gesagt? Wissen Sie das noch? Eines Illusion? Ja. Ja, das ist auch eine Aggressivität auslöst oder provoziert? Das ist provoziert oder, naja, etwas aggressiv ist. Aggressiv kann es in zwei Richtungen sein. Einmal im Sinne von, ich bin auf Krawall gebürstet, und einmal im sexuellen Bereich. Rot ist immer, und das ist für uns Frauen ganz wichtig zu wissen, also Rot ist die Farbe der Liebe und Rot ist die Farbe des Sexes. Das ist im Business einfach so. Wenn wir das nicht wollen und das nicht ausstrahlen wollen, dann sollten wir Rot mit Vorsicht genießen. Das muss uns bewusst sein, damit wir diese Wirkung wählen können. Genauso ist ein roter Lippenstift, ein roter Kussmund, der sehr, sehr rot ist, einfach, er lenkt ab, er zieht den Blick immer auf die Lippen und Lippen sind etwas Sinnliches. Rote Fingernägel, auch mit Vorsicht zu genießen. Insofern überlegen Sie sich einfach, wie Sie wirken wollen. Wenn Sie sagen, ich mag das aber, dann ist das völlig in Ordnung. Wie ist das denn mit dunklem Rot? Also es gibt ja dieses Strahlerot, was ja sehr leuchtet ist. Ja. Es gibt dieses Rot von den Schuhen, was so ein bisschen dunkler ist. Mhm. Ist das dann etwas harmloser, ja so Zinnoberrot oder Bordeaux-Rot. Ja. Wie ist das denn damit? Alles das, was gedeckt ist, fällt natürlich nicht so stark ins Auge. Gerade bei Schuhen, farbige Schuhe, ist immer ein Sonderthema im Business, weil es den Blickpunkt sofort vom Gesicht auf den Schuh lenkt. Das ist insofern wichtig zu wissen, weil wir das bei einem Bewerbungsgespräch nicht unbedingt wollen. Da sollte gerade und auch bei Verhandlungen sollte der Blick immer ins Gesicht gehen. Die Frage ist jetzt, ich habe auch farbige Schuhe an, für alle, die es einmal sehen können, ich laufe einmal so durch. Darf man sowas? Oben farbig, unten farbig. Ich komme noch näher an den Tisch. Man darf es, wenn man sehr groß ist. Man darf es, wenn man sehr groß ist. Es ist tatsächlich einer der Gründe, warum ich dies tue. Wenn Sie uns mal vergleichen, ich wollte so direkt neben Sie, bin ich noch größer wie Sie. Und Sie ist als Frau schon sehr groß. Ich versuche mich damit optisch zu verkleinern. Insofern sage ich, ich bin auch noch irgendwann zu Ende, obwohl ich groß bin und hohe Hacken trage. Aber warum dann die hohen Absätze? Warum dann die hohen Absätze? Ja. Hat da irgendjemand eine Idee? Er streckt das Bein. Er streckt das Bein, aber ich bin ja groß. Und ein anderer Gang. Und ein anderer Gang. Ich bin auch sehr groß und trage diese hohen Schuhe und habe einen anderen Gang, als wenn ich einen flachen Schuh anhabe, dann gehe ich wie ein Preisboxer. Ja. Die Füße wirken kürzer, damit hat es allerdings erst im zweiten Schritt zu tun, aber gar kein schlechter Gedanke, ja? So, wenn man so schon groß ist und man dann nach unten guckt und dann sieht, okay, sie hat hohe Schuhe an, okay, sie ist wegen der hohen Schuhe so groß. Das könnte man meinen. Das hat durchaus was mit der Ausstrahlung zu tun. Ich komme gleich zu Ihnen. Es hat vor allem etwas mit der Aussage zu tun, die diese hohen Schuhe machen. Sie sagen, ich bin groß, ich traue mich trotzdem, hohe Schuhe zu tragen. Ich bin selbstbewusst, ich kann es mir leisten, ich weiß, wer ich bin, ich verstecke mich nicht. Weil viele Frauen, die groß sind, machen erstens den und dann tragen die noch flache Schuhe. Genau. Und was ist das für eine Wirkung? Das ist, ich bin ein Mäuschen und ich bin nicht da und ich habe Angst. Aber ich hätte gerne den Job. Das funktioniert nicht so richtig. Machen Sie sich groß, zeigen Sie, was Sie können. Groß heißt natürlich der Rücken gerade bewusst raus, aber ohne dazu bis zum Bauchnabel ein Dekolleté zu haben. Also auch sowas mit Vorsicht genießen. Dann sind hohe Schuhe völlig in Ordnung. Plus, bei mir zählen hohe Schuhe noch mehr wie bei Ihnen. Es gibt aber eine Grundregel bei hohen Schuhen. Laufen können, ja klar. Die Regel lautet, im Business niemals mehr wie 6 cm. Niemals. Das ist die absolute Obergrenze. Alles andere ist privat. Völlig. Alles andere ist erstmal privat. Weil es sonst auch da zu sexy wird und zu sehr ablenkt. Es betont zu arg die Beine, es betont zu arg den Po, es geht in eine falsche Richtung. Wir hatten hier gerade noch 2 Wortmeldungen. Das hat sich jetzt erledigt. Hat sich jetzt erledigt, genau. Ja. Wenn Sie sagen, dass bei großen Frauen die Absätze zeigen, dass sie selbstbewusst sind, also trotzdem hohe Schuhe tragen,
gilt das umgekehrt auch für kleine Frauen, wenn sie trotzdem flache Schuhe tragen? Das funktioniert leider nicht. Weil eine kleine Frau, es hat immer den Effekt. Den haben wir hier, der etwas kleiner ist. Ja, ich. Ich weiß nicht. Kommen Sie mal nach vorne. Also das würde ich noch nicht als klein bezeichnen, aber ja. Was passiert? Ich kann es nicht besser darstellen. Ich schaue von oben nach unten. Das heißt, ich schaue auf sie herab und sie schauen von unten nach oben. Insofern bin ich automatisch allein in dieser Konstellation höher gestellt. Und zwar ganz platt im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das schafft sie ja nicht auszugleichen. Das schafft sie aber minimal auszugleichen. Sie kann es, und wenn es nur 4 Zentimeter sind, es wird ihre Haltung verändern und es hat einen anderen Eindruck. Der hohe Schuh sagt immer, und wenn es nur 2-3 Zentimeter sind, der hohe Schuh sagt immer, ich habe mich schick gemacht. Ich habe mir Mühe gegeben, wenn ich nicht drauf laufen kann, holen Sie sich Schuhe, die einen breiten Absatz haben, und auch da gibt es 2-3 Zentimeter. Auch das verändert die Haltung. Insofern, wenn es wirklich drauf ankommt, holen Sie sich einen hohen Schuh und versuchen Sie, was macht man in so einem Fall? Treten Sie einen Schritt zurück. Insofern, wenn Ihnen das zu nah wird, treten Sie es zurück und versuchen Sie es so auszugleichen. Aber wenn hier 2-3 Zentimeter kommen oder ich ziehe einfach mal meinen Schuh aus, da passiert sehr viel. Wir sind uns schon viel gleicher. Insofern, da kann man wirklich viel mitmachen. Dankeschön. Ja, komm sofort. Ja. Das mit den hohen Schuhen finde ich dann bei einer großen Frau war wieder schwierig. Ich bin auch groß, 1,83 Meter. Wenn wir dann auf der anderen Seite die Regel haben, nicht schicker als der Vorgesetzte sein, weil ich kenne das selbst, mein Chef ist jetzt nicht klein, der ist aber ein bisschen kleiner als ich und ich fühle mich nicht gut, wenn ich hohe Schuhe trage und er steht neben mir und ich glaube, er fühlt sich auch nicht wohl. Ja, und da muss man dann wirklich bedenken, was ist das Wichtigste? Bei ihm kommt es eben, ist es umgekehrt mit dem Chef, nicht der 2-Meter-Mann, sondern in dem Fall sind Sie einfach größer wie Ihr Boss. Und da haben Sie sich dem anzupassen, wenn Sie fühlen, dass es da irgendwie Spannungen gibt von ihm, dass er sich da nicht wohlfühlt und vor allem, wenn Sie sich nicht wohlfühlen. Wir dürfen nicht sein, was wir nicht sind. Das ist das A und O. Wenn Sie partout sagen, ein hoher Schuh wäre für mich optisch cleverer, aber das bin ich nicht, dann muss es eine andere Lösung geben. Dann kommt es immer darauf an, wie wichtig ist dieser Schuh. Das ist sehr individuell und auch da, man kann immer sagen, es gibt einige Grundregeln. Schulter- und Hüftbreite sollten wir optisch versuchen auszugleichen. Wir sollten versuchen, die Beinlänge und die Oberkörperlänge optisch auszugleichen. Das tun wir, indem wir bestimmen, wo dieser Bund hier sitzt. Würden Sie sagen, dass meine Beine im Moment viel, viel länger wirken wie mein Oberkörper? Ja. Was passiert denn? Das wird jetzt unschön. Aber was passiert denn, wenn ich das noch so ein bisschen höre? Das wird Ärger. Mein Oberkörper schrumpft. Ich habe ein absolutes Missverhältnis und betone das. Das heißt, die Höhe des Hosenbundes bestimmt im Prinzip, wo ich mich optisch trenne. Selbst wenn ich einen kleinen Oberkörper habe, kann ich den optisch durch die Oberteillänge verlängern. Wenn ich kurze Beine habe, kann ich es durch die Oberteillänge, ich muss mir mal kurz wieder anziehen, dass es bequem wird, kann ich die Beine optisch verlängern oder auch verkürzen. Also da können wir sehr, sehr viel machen. Das sind so die Grundregeln, auf die wir achten. Und dann kommen wir darauf, welche Gegebenheiten habe ich und worauf muss ich Rücksicht nehmen. Mein Chef ist kleiner, plus ich bin sehr groß und ich fühle mich nicht wohl auf hohen Schuhen. Dann ist das Thema eh vom Tisch, weil der Chef ist kleiner. Insofern sind für Sie flache Schuhe eher angebracht. Es kommt auch immer auf die Branche an. Und wenn ich zum Beispiel im Medienbereich bin, dann sind Boots völlig in Ordnung. Gar kein Thema, auch abgerockte Boots, auch Chucks, völlig okay. Wenn ich in der Privatbank bin, habe ich ein ganz großes Problem mit Boots und Chucks. Da darf ich schwarz, da darf ich noch nicht mal braun, da darf ich blau, da darf ich Anthrazit und das war's. Das heißt, es kommt immer auf die Branche an und es kommt immer auch auf denjenigen, den ich vor mir habe. Googeln Sie den, suchen Sie nach Bildern und gucken Sie, was hat er für ein Bild von sich da drin. Ich habe mal eine Frage zum Farbenalter. So. Also ich habe gerne Farbe. Ja, sehen. Ja, sehr schön. Und ich sehe mein Umfeld, die Frauen so um mich rum, gerade wenn sie so das Alter, ich bin jetzt 50 geworden, da leide ich immer noch drunter.
oder großen Ohren nehmen. Und bei mir ist das so, ich brauche das, um irgendwie zu sagen, mein Gott, diese ganze Tristesse oder so, ich brauche einfach ein bisschen Farbe, große Ohrringe, viele Ketten und da ein bisschen dran aussuchen morgens, ich muss mich irgendwie verändern, wenn ich morgens losgehe oder ich muss irgendwas Farbiges an mir haben. Ich ziehe nicht einfach irgendwas aus dem Kleiderschrank, meistens schwarz, braun oder so, wie viele, die ich kenne und gehe damit los. Ja. Und wenn ich dann irgendwo ankomme, merke ich, das ist ein bunter Vogel. Sie sind der einzige bunte Fleck. Ja, gerade auf Business-Veranstaltungen. Da laufen ja alle schön schwarz und braun rum, vielleicht noch weiß, das ist okay. Was ist mit Farbe im Business? Weißt du da was zu, ja? Also wenn man es geschickt einsetzt und sonst Business-Schnitte trägt, ist das vollkommen in Ordnung. Also da kann ich auch ein Kostüm anhaben in einer auffälligeren Farbe. Ich glaube, die Blusen können recht viel bewirken. Wie bitte? Mit Blusen kann man sehr viel bewirken, sagt sie. Wenn man ein schwarzes Jackett trägt, einen schwarzen Blazer und dann eine farbige Bluse drunter, dann kann man da auf jeden Fall viel mitmachen. Das stimmt. Business und Farbe, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Wir Frauen dürfen da viel mehr wie Männer. Männer sind da häufig noch sehr, wir haben viele Berührungsängste mit diesem Thema. Es ist tatsächlich so, wenn die Farbe typgerecht ist, dann kommt es letztendlich darauf an, welche Veranstaltung habe ich und wie viel will ich auffallen. Ich wusste natürlich, ich muss hier heute eventuell das ein oder andere Wort von mir geben. Ich will eventuell, dass sie sich mich merken, das könnte gut für mich sein, so in meiner Selbstständigkeit. Insofern will ich natürlich im Kopf bleiben. Klar, was ziehe ich an? Knatschgelb. Es trägt kaum jemand Knatschgelb. Zum einen ist es eine Farbe, die im Business nicht erlaubt ist, weil es eine Signalfarbe ist. Und zum anderen trägt es kaum einer. Insofern setzt man sich immer relativ gut ab von der Menge. Also, das ist die große Rothaarige mit dem gelben Shirt. Bleibe top. Wunderbar, funktioniert. Wenn Sie das so wollen, in positiver Sicht, dann ist das völlig in Ordnung. Achten Sie aber darauf, dass man nicht im Kopf hat, wer hatte denn dieses gelbe Oberteil an? Das ist genau negativ. Und da erkläre ich noch kurz was zu Farben. Farben funktionieren so, viele Männer sagen, ja, das ist alles Schnickschnack, das ist alles Blödsinn. Sie können zum Arzt gehen und sich Blut abnehmen lassen, tatsächlich, und damit rausfinden, ob sie von der Haut her eher einen bläulichen oder einen gelblichen Hautunterton haben. Das funktioniert so. Unser Blutfarbstoff wird von zwei Stoffen geregelt. Das eine ist Melanin, das andere ist Hämoglobin. Eins ist gelblich, eins ist bläulich. Es kann niemals überwiegen. Es kann niemals gleich sein. Eins überwiegt immer. Das heißt, entweder ich habe den bläulichen Hautunterton oder ich habe den gelblichen Hautunterton. Ganz, ganz plump. Das heißt, wir gucken jetzt mal, wie war das früher in der Grundschule im Farbmalkasten? Ach ja, es gab zwei Richtungen. Einmal die warmen Farben, die sind alle mit Gelb gemischt. Einmal die kalten Farben, die sind alle mit Blau gemischt. Wenn ich also einen gelblichen Hautton, besitze, sollte ich natürlich gelbliche Farben tragen, weil sonst beißt es sich. Ganz, ganz einfach. Umgekehrt ganz einfach, wenn ich der bläuliche Hautton bin, sollte ich bläuliche Farben tragen. Und es gibt jede Farbe in warm und in kalt. Es gibt jede Farbe. Wir arbeiten in der Farbberatung mit den Farbtypen Sommer, Frühling, Herbst und Winter. Die Farben heißen so oder die Farbtypen heißen so, weil wir die Farben in den Jahreszeiten finden. Der Frühling ist sehr gelblich, sehr knallig, der Sommer ist ein bisschen gedeckter, pastelltönig, der Herbst, da denken wir einfach an das Laub, was von den Bäumen fällt. Also insgesamt sehr, sehr einfach zu erklären. Und wenn es dann zum Typ passt, dann sollte ich natürlich gucken, in welcher Branche arbeite ich, darf ich also? Und falle ich positiv auf oder falle ich ausschließlich über die grellen Farben auf? Und das sollte ein Zusammenspiel sein. Farbe ist, in welcher Branche arbeiten Sie, hatten Sie es gerade schon mal erwähnt? In der Verwaltung. In der Verwaltung. Das heißt, Sie dürfen farbig auftreten. Völlig in Ordnung. Achten Sie aber darauf, dass der Blick zum Gesicht geht. Sie kennen wahrscheinlich auf Messen immer diese Security-Menschen, die so mit so schönen quietschgrünen oder orangen Krawatten rumlaufen. Weiß man nach 10 Jahren immer noch und man hat nach 5 Minuten das Gesicht vergessen. Und genau das soll es nicht sein. Es soll immer zum Gesicht hinleiten und Sie optimal darstellen. Es soll Ihnen niemals die Show stehlen. Es ist toll, wenn es Sie unterstützt, aber nicht Sie überstrahlt. Was sagen wir zu Schmuck im Business? Sie hat es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Drei Teile. Was sind das für drei Teile? Uhr, Kette, Ring. Ohrring.
Boring, wären schon vier. Also, wir sagen ganz klar, an jeder Hand im Business, und zwar im Hard-Business, an jeder Hand einen Ring, eine Uhr und eventuell noch ein Armreif, aber das ist im Hard-Business schon eher mit Vorsicht zu genießen, würde ich Ihnen nicht empfehlen. Wenn Sie im Modebereich sind, können Sie sich austoben. Da können Sie hier auch noch Dinger dran machen, wie Christbaumkugeln, völlig in Ordnung im Modebusiness. Im Hard-Business würde ich Ihnen so einen Armreif natürlich nicht empfehlen. Seien Sie damit sehr vorsichtig. Da haben wir mit Echtschmuck zu arbeiten oder mit sehr, sehr hochwertigem Modeschmuck und nicht mit sowas Grobem. Insofern ein Ring an jeder Hand, eine Uhr. Prinzipiell im Hard-Business Stecker. Niemals etwas Hängendes. Warum? Es lenkt den Blick vom Gesicht auf das Ohr. Insofern da lieber zurücktreten und sich im Privaten austoben. Weil sobald wir den hier machen, wollen wir zu überall. Und unser Gegenüber ist abgelenkt. Und Sie meinen nicht, und das geht jetzt nicht negativ gegen die Männer hier im Raum, aber es ist so, dass Männer dadurch sehr schnell abgelenkt sind. Es ist ein Fakt, es gibt Studien darüber, Sie kennen das vermutlich privat, wenn der Mann fragt, ja, wo ist denn die Butter im Kühlschrank? Der sagt, da ist keine Butter. Dann gucken Sie da einmal rein und sagen, die steht da vorne an. Männer haben einen Tunnelblick. Das heißt, Männer können sich tatsächlich vom Blick her immer auf eine Sache konzentrieren. Das ist faktisch einfach so. Und damit ist auch zu erklären, warum Männer durch Ohrringe, die baumeln, schnell abgelenkt sind. Ich denke, wir Menschen reagieren alle eher auf Bewegung. Und da sind wir wieder bei dem, was Sie gesagt haben. Wenn sich's bewegt, bin ich dadurch abgelenkt. Der Blick soll aber im Business aufs Gesicht gehen. Ja, wobei eine Frau das tatsächlich noch eher differenzieren kann, weil eine Frau hat zwei Hintergründe, eine Frau trägt es teilweise selber und der ist halt auch sturzkrieg egal. Ich komme gleich zu Ihnen. Insofern Stecker in den Ohrringen und wenn eine Kette, dann am besten auch nicht baumelnd, am besten irgendwie bis noch ins Dekolleté rein, sodass der Mann die ganze Zeit denkt, wo verschwindet das Ding denn hier? Wenn schon lang, dann über der Kleidung so lang, dass es erst unter der Brust wieder schließt. Aber auch das ist im Hard-Business nicht erlaubt. Kurze Ketten im Hard-Business, sie sind nicht im Hard-Business. Insofern ist da eine lange Kette durchaus erlaubt, aber entscheiden Sie sich entweder für die Kette oder für die. Sie machen es Ihnen gegenüber damit wesentlich einfacher, den Blickpunkt in die Augen zu schaffen. So, Sie hatten noch eine Frage. Sieht es denn aus, wenn offene Tage haben beim Business-Termin? Ja. Was sagen die anderen? Nein. Lieber nicht. Warum denn nicht? Fängt ab. Ich mach mal auf, ne? Dauert jetzt ein bisschen. Also, wer ist dafür? Ja. Wer ist dagegen? Die Mehrheit. Okay. Kann jemand sagen, warum? Ja, Sie wissen mir zu viel. Weil es sehr sexuell wird, absolut. Auch da, Frauen und Haare, lange Haare haben immer etwas mit Sexappeal zu tun. Da ist natürlich jetzt Haarspray drin, sieht super aus, aber was passiert von der Wirkung her? Wenn ich jetzt noch Eis habe in der Hand, ich werde lange nicht so ernst genommen, ich werde lange nicht so streng. Es ist immer wichtig, wie ist die Wirkung? Ich wirke lieblich. Wenn ich machen wir mal noch hin. Das kommt doch auf die Licht an. Was bewirkt das, wenn ich hier meinen süßen, lieblichen kleinen Kanni noch aus dem Gesicht nehme? Angreifbar. Nein. Mein Gesicht ist offen, ich bin sofort klar, man sieht mein Gesicht tatsächlich und ich bin nicht so lieblich. Was passiert aber denn, wenn ich meine Haare mal komplett rausnehme und dann den Pony wegnehme? Ich mache mich größer und ich strecke mich noch mehr, weil ich auch einen sehr, sehr langen Hals habe.
Insofern, auch solche Sachen haben etwas mit der Wirkung zu tun. Was will ich? Will ich hart und streng wirken? Ich habe eine sehr hohe Stirn. Ob ich einen Pony tragen kann oder nicht für uns Damen, hat etwas damit zu tun, wie hoch meine Stirn ist und wie viel vom Rest des Gesichtes übrig bleibt. Plus, wenn hier meine breiteste Stelle ist, sollte ich natürlich keinen Pony tragen, der sagt, hallo, hier bin ich dick. Insofern überlegen Sie sich das genau. Was bewirkt ein Pony, der seitlich ist? Er öffnet das Gesicht immer noch ein Stück weit und ist aber nur teilweise verspielt. Also gerade Haare haben eine unglaubliche Wirkung für uns Frauen. Überlegen Sie sich genau, wie möchte ich durch meine Haare wirken? Und im Haarbusiness haben Haare immer nach hinten gesteckt zu sein. Entweder der einfache Pferdeschwanz, das reicht schon, oder ein Dutt oder was auch immer, aber nichts Langes Hängendes. Wenn ich nicht im Haarbusiness bin, es gibt natürlich auch die Frisuren, die jetzt hier bis unter die Ohren gehen, da kann ich natürlich vielleicht das Haar hochstecken, aber da baumelt auch nichts. Insofern, das ist was völlig anderes. Sobald ich lange Haare habe, bis auf die Schulter, gehören die zusammengemacht. Im Medienbereich dürfen Sie sich ausprobieren. Da ist die Frage, wen haben Sie vor sich? Was sagen wir zu solchen Brillen? Genial. Was sehen Sie jetzt? Kompetenz. Sehen Sie jetzt die Brille oder sehen Sie jetzt mein Gesicht? So eine Brille wählt man natürlich auch bewusst, natürlich. Es ist ein Schmuckstück und es ist ein modisches Accessoire, ganz klar. Aber seien Sie sich dessen auch bewusst, dass alles, was in unserem Gesicht ist, auch gerade Brillen, ein modisches Accessoire sein können. Und entweder sagen wir, das ist ein Statement, das ist eine super coole, aktuelle, in Anführungsstrichen, Nerdbrille und das will ich und ich will diesen Stil damit auch ausdrücken. Oder ich sage, ich trage eine nur oben gerahmte Brille oder eine rahmenlose Brille und ich will, dass mein Gesicht wirkt. Entscheiden Sie sich immer bei Brille. Und Brille ist ein ganz intensives Thema, weil es ist direkt in unserem Gesicht, was will ich von der Wirkung? Und Sie merken, es geht immer auf den Einsatz zurück, was will ich bewirken? Also Mode kommt erst im zweiten Schritt. Wir können erst im zweiten Schritt uns überlegen, was haben wir denn für Trends? Ah, dieses Jahr wieder schwarz-weiß, okay, was machen wir mit schwarz-weiß im Business? Schwarz-Weiß sind doch die Businessfarben, oder? Ja oder nein? Ja. Offiziell schon. SAP lebt das wunderbar vor. Alle Schwarz-Weiß, super. Wer von uns kann eigentlich Schwarz-Weiß gut tragen? Jeder? Es gibt so, Sie kennen Schneewittchen. Rabenschwarze Haare, ganz helle Haut, das ist der typische Wintertyp. Und nur der Typ, der diesen natürlichen Kontrast von Haus aus mitbringt, nur der Typ kann Schwarz-Weiß tatsächlich auch tragen. Jetzt können Sie sich selber überlegen, ob Ihnen Schwarz-Weiß steht oder nicht. Welche Wirkung haben diese beiden Farben sonst? Sie machen uns blass. Der Kontrast ist viel zu hart. Es geht immer darum, dass den Kontrast, den wir von Natur aus mitbringen, sprich unsere Haare im Verhältnis zur Hautfarbe, das ist ein gewisser Kontrast und den versuchen wir von unten wieder aufzubauen. Und wenn das stimmig ist, dann ist das eine Linie von oben nach unten, wir sind nicht abgelenkt und die Wirkung ist so, dass der Blick trotzdem ins Gesicht geht. Schwarz, wenn uns schwarz nicht steht, wir sind kein Schneewittchen-Typ, dann ist es so, dass es uns Linien stärker ins Gesicht zaubert. Warum? Das Licht fällt immer erst aufs Kleidungsstück und reflektiert uns dann ins Gesicht. Bei Schwarz wird alles geschluckt am Licht, da kann nichts reflektieren. Das heißt, alle süßen kleinen Lachfältchen, alle Linien, die irgendwie da sind, alle Unreinheiten kommen wunderbar raus. Und unser Gegenüber hat das Gefühl, dass dadurch, dass diese Nasenlabiallinie und das Grübchen, was sich optisch dann häufig so ein bisschen so nach unten neigt durch diese Schwarz, das Licht, was uns da fehlt, wir da immer so ein bisschen grüßen. Und wir wirken älter und natürlich härter. Wenn Sie jetzt Verhandlungsgespräche haben, und Sie müssen auf den Tisch hauen. Tragen Sie schwarz. Damit wirken Sie natürlich dementsprechend nicht als liebes Mäuschen. Wenn Sie jetzt Verhandlungsgespräche führen im Bereich, ich möchte eine Gehaltserhöhung, würde ich mir das gut überlegen. Da ist es ganz wichtig, Farben haben immer die Wirkung. Wir haben gerade schon gehört, Rot ist sehr sexy, Schwarz ist sehr hart. Überlegen Sie, möchte ich freundlich wirken und möchte ich mich öffnen? Das heißt, ich trage auch einen kleinen Halsausschnitt.
oder ich möchte geschlossen wirken, schließe die Bluse bis oben hin, trage da rein noch einen Schal und am besten Stehkragenblazer, sodass mein Hals völlig verschwunden ist und ich sage, ich habe heute keinen Bock, lass mich in Ruhe. Also Sie merken, es hat immer mit der Wirkung zu tun. Wir sind jetzt schon ein bisschen über die Zeit. Wir haben in der fünften Etage gleich noch Zeit, also ich gehe auch gleich hoch, ich hole mir gleich ein Stückchen Kuchen, weil sonst verhungere ich. Dann gehe ich sofort hoch und jeder, der möchte, da haben wir noch die Zeit, das Thema weiter auszudehnen. Ich beantworte gerne weitere Fragen. Also wer möchte, das Thema muss noch nicht zu Ende sein. Ich wünsche viel Spaß und hoffe, es hat Ihnen irgendwie weitergeholfen und hat Ihnen was gebracht. Beiden anderen Referentinnen, wenn Sie das zuerst machen möchten. Vielen Dank an Frau Blindert und ja, Herrn Wernfänger und natürlich auch Frau Professor Eulmann und natürlich auch die Frau Strauß. Wenn ich alle nochmal nach vorne bitten darf, dann haben wir erstmal eine schöne Möglichkeit, ein Abschlussfoto zu machen und zum Zweiten auch die Möglichkeit, uns wirklich von Herzen für den tollen Vortrag zu bedanken. Ihr könnt sich überlegen, ob Sie ihn selbst behalten oder Ihre Frau. Auch haben wir auch sagen lassen, die männliche Variante dessen. Von daher herzlichen Dank an alle, die heute beteiligt waren. Vielen Dank. Ja, meinen Namen dürften Sie kennen. Ich bin also die besagte Martina Pellenz, von der Sie doch einige Mails schon haben bekommen dürfen. Ich möchte jetzt nochmal darauf hinweisen, das ist jetzt unser zweites Frauenforum gewesen. Und wir sind sehr, sehr stolz und glücklich, dass wir den Raum so füllen konnten. Und wir gehen immer überlegen, beim letzten Mal haben wir 80, hatten wir, glaube ich, dabei. Ne? Und heute haben wir doch 100, ich habe eben mal gezählt, 158 Menschen hier. Also da sind wir ganz dankbar. Ja, und da steht es natürlich außer Frage, dass wir im nächsten Jahr das Ganze nochmal machen. Ich darf Sie dementsprechend bitten, sich schon mal Samstag, den 21. Februar 2015 zu notieren. Ich sag mal, wenn wir in der Liga bleiben, dann können wir das gerne nochmal hier veranstalten. Wenn wir mehr Damen und Herren werden, dann können wir mal überlegen. Frau Klage sagte gestern schon lustigerweise, naja, sonst ziehen wir halt um, gehen in die Flora oder sonst wie, mieten den großen Raum. Müssen wir mal schauen. Wer aber nicht Lust hat, keine Lust hat, so lange zu warten, den laden OBAG Jugo, Frau Paula Schulemann und eben ich sehr, sehr herzlich ein, am 4.4. auch hier dem PTEC Business Netzwerk beizuwohnen. Wir veranstalten ein Business Frühstück. Wer wissen will, was PTEC macht, was wir so machen, der darf sich nachher an OBAG Jugo wenden. Die wird das Ganze auflösen. Ja, dann Frau Professor Eulmann hat eröffnet, dementsprechend fände ich schön, wenn Sie jetzt auch sagen Tschüss und vorher nochmal was hinweisen. Also Tschüss, aber noch nicht Tschüss. Eine Etage höher ist jetzt, da sind Getränke und auch ein Imbiss angerichtet. Also Frau Strauß, vielleicht muss ich gar nicht essen. Raus, ja, einfach nur eine Etage höher und dann können wir dort noch netzwerken, uns austauschen und uns noch auch einen schönen Mittag machen. Also, wir sehen uns gleich um. Das macht nichts.